Hallo Freunde, willkommen zurück zu Star Wars The Old Republic. Wir sind mitten im Raumschifffriedhof von Hoth. Wir sehen hier rund um uns herum Raumschiffwracks. Das hier ist zum Beispiel von einem einzelnen Schiff. Ziemlich große Kiste. Wir sehen hier verschiedene Einzelteile. Ja, hier, das sieht ein bisschen aus wie so ein halb vergrabener Millennium-Falke und so weiter und so fort. Hier drüben haben wir das nächste große Schiff. Naja, Raumschifffriedhof eben. Und hier haben wir eine Menge zu tun. Fangen wir gleich mal an. Das macht einen Spaß. Das freut mich. Hauptsache, du hast deinen Spaß. Als erstes brauchen wir eine Zugangskarte von... diesen Lieutenants. Das war jetzt ein Schlunz. Und ihr seht schon, die sind jetzt auch schon Level 40. Also langsam wird es ein bisschen härter. So, Zugangskarte haben wir und mir ist gerade aufgefallen, hier ist eine neue Fähigkeit, Vernichten. Sieht ja nicht schlecht aus, kostet eigentlich eine Menge Wut, dafür ist der Schaden ganz beachtlich. Kostet genauso viel Wut wie Machtschrei, ich glaube auf Machtschrei haben wir aber noch... besondere Nee, hatten wir mal. Das war vor dem Add-on. Wisst ihr was? Ich probiere das mal so aus. Naja, warum nicht? Gut, wir haben einen Stapel davon bekommen. Das reduziert die Abkriegszeit, wie versprochen. Das heißt, je länger ein Kampf dauert, desto öfter können wir das einsetzen. Das ist vor allen Dingen bei Flashpoint-Bossen wichtig, wo Kämpfe mal sehr lange dauern können und wir als DD-Klasse die Chance haben, über lange Zeiträume hinweg viel Schaden zuzufügen. Der Tank der Gruppe würde den Boss auf sich nehmen und die Heiler sollten alle am Leben halten können. Okay, wir sind in einem neuen Gebiet. Warum nicht? Da kommt man auch nur über das Ding rein und ihr seht schon an der Minikarte, so richtig, naja, schön gemacht ist das noch nicht. Solche Mini-Zonen gibt es auf Hoth mehrere. Je nachdem, in welcher Klassenquest man unterwegs ist, hat man auch nochmal solche Mini-Zonen. Ja, kriegt man halt nach und nach. Jetzt sollen wir die Piratenanführer suchen. Da hieß ja die Info, sie könnten sich ergeben, wenn sie die Gelegenheit dazu haben. Ich rechne also erstmal nicht mit vielen Kampfhandlungen. Ja, das habe ich jetzt davon. Holla, die Waldfee macht das Ding einen Schaden. Das passt hier auf keine Wamperhaut, wie viel Schaden dieser Skill macht. Uiuiuiuiuiui. Gerade sagen, du reagierst ein bisschen spät auf die Explosion. Man kann das auch ganz gut benutzen, um von Gruppe zu Gruppe zu kommen. Wie ihr gesehen habt, den ersten haben wir quasi ausgelöscht, ohne dass der was machen konnte. Ja.
Doch, 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 doch. Der Skill gefällt mir. Der ist gut. Da habe ich schon schlimmere Sachen gesehen. Diese Stapel halt noch. Herrlich lange. 30 Sekunden lang. Da hat man gerade genug Zeit, um sich hochzuheilen. Und den nächsten Kampf anzufangen. Bin ich froh, dass wir den Skill haben, ey. Hallo. Auch nicht schlecht. Jupp, jupp. Na gut, mit 43 gibt es dann den nächsten Punkt. Da können wir uns ein bisschen weiter spezialisieren. Und da müssen wir jetzt noch ein bisschen Geduld haben. Das Spiel wurde gerade eben enorm viel leichter, habe ich so das Gefühl. Das wird weh. Fantastisch. Also ich liebe diese neue Fähigkeit. Mein Gott, ist die toll. Gut, dadurch wird das Spiel natürlich ein wenig hektischer. Man hat jetzt irgendwie so den Drang, diesen Timer nicht mehr ablaufen zu lassen. Ich fall schon um. Das Lustige ist, irgendwie funktioniert sogar. Okay, das deckt man einmal voll bei einer Gruppe oder so, oder so. Und dann geht's halt unendlich ab. Fantastisch. Guckt euch das an, wie wenig Schaden wir hier kriegen. Du hältst dich also für einen starken Kopfgeldjäger, ja? Gut, das Problem damit ist die Wutgenerierung. Wenn man damit ein bisschen Probleme hat, dann wird man natürlich ausgekontert. Na gut, aber jetzt spielt es auch keine so große Rolle mehr. Wir sind ja schließlich gleich hier im Bossraum, da wird es ein bisschen Blabla geben. Deshalb lassen wir den Timer jetzt mal auslaufen. Er hat uns weit genug gebracht. Gott, ist das Ding witzig. Fantastisch. So, bei 2 Stacks sind wir schon wieder, aber wie gesagt, jetzt gibt es erstmal ein bisschen Blabla. Und wenn wir damit fertig sind, ist das sowieso vorbei. Okay. Wie stark seid ihr so im Durchschnitt? Ja. Die einzigen, die interessant sind, sind eigentlich die beiden hier. Na, schauen wir mal. Grüß euch, ich hoffe, ich störe gerade nicht. Wir hatten genug Alarme. Die Zeit ist reif, unsere Operationsbasis nach Loramar zu verlegen. Wieso nach Loramar, wenn uns hier nichts passieren kann?
Die Wachen kümmern sich um alle Eindringlinge. Nein, tun sie nicht. Das sehe ich entschieden anders. Ich weiß nicht, für wen ihr euch haltet, aber diese Tür zu öffnen war ein großer Fehler. Esa silgo terbena serzet lakata. Eine Million Credits. Habt ihr hier einen Briefkasten? Wäre jetzt nicht so das große Problem. Ich schulde euch nichts als ein rasches Ende. Ja, wollen wir mal hoffen, dass das jetzt hinhaut. Sonst... wir brauchen dringend ein bisschen Blut, Leute. Ui, war das knapp. Ein wenig unkoordiniert. Naja, aber wir stehen noch. Die nicht. Ging ja auch noch irgendwie. Also diese Flächen... Dings da, Betäubung ist wirklich fantastisch. Wenn der Begleiter dann nicht gleichzeitig einen Flächenschaden macht, dann ist nämlich für die Katze. Ich war erfolgreich. Es gab Widerstand. Aber er ist überwunden. Ich will nicht wissen, was sie mit mir gemacht hätten, hätte ich Korriban kontaktieren und ihnen vom Tod eines Sith-Lords berichten müssen. Also das Gespräch war auch lustig geworden. Ich frage mich, ob wir ihr Nervenzentrum getroffen haben. Oder sind noch Schätze an einem anderen Ort versteckt? Ich habe einen Ort namens Loramar in ihren Datenbanken gefunden. Ihr Lager befindet sich wahrscheinlich dort. Loramar. Ich frage mich, ob das etwas mit dem Erfinder Loramar zu tun hat. Er war ein außerordentlicher Druidenbauer, bevor er vor etwa 10 Jahren verschwand. Wir sollten wohl ein Bergungsteam zur Untersuchung entsenden, aber da ihr mir diese Information anvertraut habt, werde ich das Gebiet als ungesichert markieren, bis ihr damit fertig seid. So könnt ihr dem Bergungsdienst zuvorkommen. Nicht nötig. Nicht nötig. Mach du einfach nur, ich hab genug anderen Scheiß zu tun. Mein Interesse liegt darin, dem Imperium zu dienen, nicht mich zu bereichern. Ja, so stimmt das auch das nicht. Das wollte ich natürlich nicht andeuten. Ich sorge mich einzig und allein um die Sicherheit des Bergungsdienstes. Natürlich. Danke. Ich bezweifle, dass ich den Abschluss dieser Operation jemand anderem hätte anvertrauen können. Na gut, so viel mal dazu. Korrupt? Hey, Moment. Wir sind dunkel 3. Ganz knapp nur. Wir haben in letzter Zeit ein bisschen viel helle Punkte gesammelt, aber immerhin. Das heißt, unsere Kulika sieht jetzt ein bisschen kränklicher und finster aus. Na, so groß ist der Unterschied bis jetzt noch nicht. Die roten Augen kommen noch nicht so ganz zum Vorschein. Sind noch arg orange. Aber das wird auch noch. Gut. Ja, raus teleportieren ist schwierig hier. Wir müssen die Fähre nutzen. Aber wird kein Problem. Wir haben ja ganz gut gearbeitet auf dem Hinweg. Haben hier die meisten auseinandergenommen. Da sehe ich kaum Probleme. Ich komme nicht drüber weg, wie wundervoll der neue Skill Vernichten ist. Guckt euch das an. Und das hat fast keine Zeit gekostet. Hilft halt einfach. Man springt das Ziel an, hat genug Wut und one-hittet quasi den ersten. Könnte ich mich dran gewöhnen. Alles klar, damit hätten wir das gemacht. Eine Reise nach Loramar. Ist ein bisschen doof jetzt natürlich, aber was soll's. Schiffsteile bergen wird wohl noch eine Weile dauern. Und letzten Endes dann begib dich zur Absturzstätte. Da haben wir also noch ein bisschen was zu tun. Als wir angefangen haben, hatten wir 3 Quests. Jetzt haben wir immer noch 3. Man könnte meinen, wir hatten nichts getan, außer gebummelt. So ist es ja aber nun auch nicht. Naja, jetzt erstmal wieder zurück. Und dann finden wir Schiffsteile natürlich auf dem Raumschifffriedhof. Direkt neben der Fähre. Auf geht's. Und da sind wir auch schon wieder. Das ging wirklich fix. Da haben wir noch so Raumschiffsteile. Müsste nur gerade mal gucken, wie wir da durchkommen, ohne hier alles auf uns aufmerksam zu machen. Meh.
blöde Fähre im Weg. Na also. Was? Na gut, so viel dazu. Ja, unsere Gifte ticken ja weiter, auch wenn wir eingefroren sind, deshalb kein großes Problem an der Seite. Raumschiffteile haben wir, sehr, sehr schön. Dann schauen wir mal. Wo geht's denn hin? Also Meister, Jedi Meister auf Eis, das ist unsere Klassenquest. Lorimar, wie groß ist das? Das ist halt jetzt erstmal Reise nach Lorimar. Also wir gehen da rein, dann kriegen wir den nächsten Questschritt angezeigt und dann dürfen wir wahrscheinlich noch die ganze Höhle mitmachen. Ich würde sagen, wir gehen trotzdem mal in die Richtung. Ich möchte die Quest hier schließlich auch erledigen. Ich habe einfach irgendwie das Bedürfnis, den Klassenabschluss hier wirklich zum Abschluss des Planeten zu machen. Da haben wir noch ein bisschen was vor uns, aber das kann man größtenteils auf dem Weg erledigen. Jetzt fall schon um. Vernichtung ist so wunderbar. Wie gesagt, die Raumschiffteile liegen hier überall verstreut. Das können wir auf dem Weg erledigen. Und dann geht es eigentlich nur noch hier um Sieger die Beute und anschließend noch Jedi Meister auf Eis. 7 Stück nur noch, das ist eigentlich auch überschaubar. Manche sind recht leicht zu kriegen. Auch nicht schlecht. Man muss halt einfach die Augen offen haben, dass man die auch wirklich findet. Ansonsten hält man sie vielleicht einfach nur für Schrott in der Landschaft. Das wäre schade drum. Sieht nicht so aus, als wäre hier ein Schrottteil. Suchen wir weiter. Außerdem müsste hier irgendwo dann auch noch republikanischer Eingang sein. Ich meine, die können von hier oben kommen. Werden wahrscheinlich von hier oben kommen. Das heißt, doch, hier dürften kaum Republikaner sein, sind wir sicher. Moment. Das ist Bereich 4. Oder mit anderen Worten, das ist reichlich ungesund. Lass mal lieber einen Umweg machen. Ja, Bereichsquests sind im Prinzip wie Heldenbereiche oder wie Heldenmissionen. Extrem schwierig. Nur, dass man dafür nicht irgendwo Quests bekommt, sondern über die stolpert man, wenn man zufällig in den Bereich reingeht. Und ihr seht schon, da sind Gruppen aus mehreren Goldenen und Schnickschnack. Muss alleine nicht unbedingt sein. Da kommen wir wahrscheinlich nicht so leicht durch. Am besten, ich streiche die Geschichte. Wir tun so, als hätten wir das nie gesehen. Mach du mal den kleinen, ich übernehme den silbernen. So nicht. Zu viel Schaden in zu kurzer Zeit. So, Hälfte haben wir. Das ist doch schon mal was. Wir sind immer noch auf dem Hinweg und haben schon die Hälfte der Raumschiffteile, obwohl wir theoretisch aus dem Bereich raus sind, wo es die gibt. Das Town klang sehr gequält.
irgendwie komisch. Ich habe ihm überhaupt nichts getan. Naja, wie auch immer. Tauntauns können klingen, wie sie wollen. Sind ja freie Viecher hier auf Hoff. So, Loramar, wir kommen. Hier drüben gucke ich mich jetzt erstmal nicht um nach den Raumschiffteilen. Wir sind inzwischen weit genug raus aus dem Gebiet. Hier sollten wir eigentlich nichts mehr finden. Jetzt geht es nur noch darum, möglichst fix dieses Loramar-Gedöns hinter uns zu bringen. Und auf dem Rückweg können wir dann wieder Raumschiffteile einsammeln. Ah. Hallo. Grüßt euch. Na, bleib du mal weg. Habe ich im Moment kein gehobenes Interesse dran. Na also, so ist es eine brave Drohne. Zum Schiff zurückkehren, würde ich gern mit euch sprechen. Das weiß ich doch, Schatz. Ich habe aus Versehen auf dich geklickt. Ich wollte das Ding hier auseinandernehmen und gucken, ob er was Wertvolles im Handschuhfach hatte. Keine negativen Effekte. Wir lassen es ein bisschen ruhiger angehen. Einige von euch fragen sich bestimmt, warum ich nicht Vernichten und den Machtschrei zusammen einsetze. Weil es zusammen 8 Wut sind. Und ganz ehrlich, so viel haben wir seltenst. Und wenn, dann kann ich kaum andere Dinge damit machen. Das wird zwar eine Menge Schaden in kurzer Zeit, aber danach stehen wir erstmal eine Weile da. Und das geht auch nur alle 15 Sekunden und macht viel Wut. Das hier macht 3 Wut. Geht nur einmal alle Minute und das hier macht 3 Wut, geht alle 12 Sekunden und der Gegner muss weit weg sein. Insgesamt produzieren wir zu wenig Wut, um Vernichten und Machtschrei einzusetzen. Und noch handlungsfähig zu bleiben. Klar, wahrscheinlich könnten wir mit den 2 Fähigkeiten den Silbernen auf die Hälfte reduzieren, ohne so große Probleme. Aber was machen wir danach? Dann haben wir nämlich plötzlich keine Wut mehr. Das ist dann auch doof. Deshalb nur eine der beiden Fähigkeiten und da ist mir Vernichten gerade einfach ein bisschen lieber. Das ist ein Traum gerade. Ja, DD-Klassen. Soweit habe ich eigentlich noch keine wirklich gebracht. Ich spiele sonst immer Heiler, Unterstützer oder Tanks. Wenn man es mal so weit gebracht hat, das macht es richtig Spaß. Na gut, wie weit haben wir es denn noch? Soweit ist es nicht mehr. Und such das Lager hier. Das sollte einfach sein. Na, das ging ja noch mal gut. Ein Tick hätten wir sogar noch überstanden. Oh, den sehe ich jetzt erst. Schade, aber so viel Reichweite hätte der eh nicht gehabt. Also was soll's. So, du nimmst den kleinen, ich nehme den großen. Ja.
ist denn das noch? So weit kann das doch gar nicht mehr sein. Das sieht nur so weit aus, oder? Das ist irgend so ein Trickgang. Sorry, Kleines, da war ich zu langsam. Meh. Zwei silberne und noch ein bisschen was dazu. Ist halt aber auch fies. Das hätte besser laufen können. Naja. Wir haben so ziemlich alles verballert, was wir da haben. Was macht denn das da? Wo geht das hin zum Töten? Oh. Da haben wir noch so einen Oh-Shit-Button, der aber so einen großen Nachteil hat. Naja, entweder der Gegner liegt nach den 4 Sekunden oder man liegt selbst flach. Da müsste man sich mal überlegen. Das stinkt total nach Falle und sieht nach Arena aus. Andererseits ist die Halle zu flach, also so ein großer Roboter passt hier nicht rein. Plünderdruide. Ja, das ist überhaupt keine Falle. Das Ding hat alle Waffen auf diese Kiste gerichtet, sobald wir die anpacken. Jester, mein Schatz, guck doch mal kurz nach, was in der Kiste drin ist. Ja? Ich bin die Hauptressourcenrückholmaschine 5. Ich werde nicht zulassen, dass Sie die Kisten öffnen. Haben Sie verstanden? Nein, du musst nochmal... erzähl... Was? Moment. Einem Druiden drohen. Das wäre eigentlich mal eine Option. Druiden stellen keine Herausforderung für mich dar. Diese Aussage ist mit großer Wahrscheinlichkeit nicht korrekt. Neutralisierungsmodus aktiviert. Das macht ganz viel Spaß. Komm, aufstehen, Schatz. Meine Güte. Ganz gut Schaden, muss ich sagen. So viel hätte ich ihm gar nicht zugetraut, aber dieses ständig auf dem Boden schmettern ist halt schon irgendwie fies. So, nur für den Fall, dass er noch nicht aufgibt, nochmal voll heilen. Wer weiß, vielleicht hat er noch Kumpels in der Nähe. Nee, sieht nicht so aus. Alles klar. Damit können wir zu Tüftler 308 zurück. Sehr, sehr schön. Die Frage ist, ob wir jetzt hier über die Kisten auch wieder rauskommen. Ich möchte nämlich eigentlich nicht... ...hier durch diese ganzen Gruppen durchkämpfen müssen. Das wäre doof. Okay, das wäre geschafft. Oh Mann, jetzt ist... eine halbe Stunde drin und wir haben eine Quest erledigt. Na gut, anderthalb. Aber die große? Okay, wie gesagt, ich hatte es versprochen, wir ziehen das durch, so weit möglich. Mein Limit derzeit liegt bei anderthalb Stunden für das Video. Na, irgendwann ist die Festplatte halt voll. Wir schauen einfach mal. So, auf dem Rückweg. Ich würde sagen, das schneide ich hier einfach mal. Ihr müsst hier nicht dabei sein, wenn wir aus der Höhle rauslatschen.
Ich würde sagen, ungefähr hier schalte ich euch wieder dazu. Und dann sammeln wir die nächsten Teile ein auf dem Weg zum Surrender. Also, bis gleich. So, da sind wir wieder zurück. Wie versprochen, ungefähr der Bereich. Und wir sehen Raumschiffteile. Fantastisch. Ich bin bereit. Das ist hervorragend. Jetzt brauchen wir nur noch 4 Stück. Das kriegen wir jetzt nach und nach hin. Du hast ein Lichtschwert. 39. Jedige. Von der 501. Jawohl. Ich wusste nicht, dass die bei der Republik spielen. Bin ein wenig überrascht. Silber war der. Und das erklärt einiges. Aber dieses silberne Symbol sieht man auf dem weißen Hintergrund ein bisschen schlecht. Und ich gucke ganz selten hier runter irgendwo. Ich weiß, wo meine Fähigkeiten liegen. Und ja, man sieht halt irgendwie im Augenwinkel, ja, die Fähigkeit ist bereit. Und dann drückt man halt einfach die Taste dazu. Das ist... Bergungsgut. Also 2 Stück. Fehlen uns noch. 2 Stück stehen hier rum. Wäre ja doof, wenn wir die nicht mitnehmen. So von wegen, wir finden bestimmt noch leichter zugänglichere als die beiden, die hier auf unserem... Ja... jetzt quasi auf ein Silbertablett serviert werden. Wunderbar. Und damit wird diese Quest auch erfüllt. Gerade noch ein bisschen hochheilen und dann machen wir uns direkt auf den Weg zur Absturzstelle. Meister Surrender hat hier quasi ein Date mit uns, er weiß es nur noch nicht. Dort gibt es außerdem Fettzellen, den Anführer der republikanischen Talz. Da haben wir quasi ein Versprechen abgegeben, dass wir einem Talz hier helfen, den zu finden. Super, super. Bisher läuft alles nach Plan. Was haben wir da? Nährfaser. Ich glaube, das ist für Biologen. Da machen die Heiler dann Medizin draus. Und sind wir ehrlich, Drogen. Berufe, Berufe. Ja, mit dem Charakter habe ich mich überhaupt nicht um die Berufe gekümmert. Ihr seht, also das ist alles noch Anfangsniveau. Brauchen wir aber eigentlich auch nicht. Super. Mit dem letzten Schlag jetzt gerade nochmal den Stack wieder hoch erfrischt, damit wir bis zur nächsten Gruppe die 30 Sekunden wieder zur Verfügung haben. Links oder rechts stellt sich die Frage, hier war rechts, glaube ich, die bessere Lösung zur Abwechslung. Denn hier geht es geradeaus jetzt weiter. Ansonsten ja, hätten wir hier einmal einen riesen Kreis laufen müssen. Komisch, das ist so von der Farbe her. Man meinen könnte, den Gegenstand könnte man anklicken. Naja, dann halt nicht. So, Moment.
Dich blende ich aus, dich blende ich aus, dich blende ich aus. Die brauchen wir nicht mehr, die haben wir abgeschlossen. Bonusquest war Teil 1 von irgendwas und wahnsinnig viel. Habe ich jetzt auch kein gehobenes Interesse dran. Wir haben hier genug zu tun. Ja, wenn doch. Wir zum Schiff zurückkehren, würde ich gern mit euch sprechen. Ich wollte dich doch nicht anlabern. Hosentaschen, Loot. Darum ging es mir. Aber schön, dass du noch mit uns sprichst. Gut, wie ging das jetzt hier weiter? Richtig. Da haben wir noch ein bisschen was vor uns hier. Okay, gehen wir davon aus, dass dieser teils nicht verzellen ist. Und wir haben nochmal die 30 Sekunden erneuert. Kurz hochheilen, gleich zur nächsten Gruppe unterwegs. Dann kriegen wir da vielleicht noch den Abklingzeitbonus mit. Können uns da wieder ein paar Stacks aufbauen. Das wäre nicht schlecht. Nö, können wir nicht. Jetzt gibt es erstmal ein bisschen Gelaber. Das ist nämlich Fettzellen. So steht es dran. Wollen wir hoffen, dass der andere Teil noch in unserer Nähe ist. Ich habe versprochen, dir keinen Schaden zuzufügen. Geh aus dem Weg. Sag mal, Moment, ist die Kameraeinstellung hier einfach ungünstig oder ist der riesengroß? Man kann seine Lebensart auch ändern. Ich glaube, der ist so groß. Oh, Treue. Na dann mach mal. Eine wilde Bestie wie dich könnte ich gebrauchen. Abgemacht. Dann nicht labern. Mach hin. Dir ist klar, dass dein Kopf größer ist. Und ihr habt große Köpfe. Das hat ja gut geklappt. Noch so eine tolle Idee? Ah, du gibst ihm erstmal 10 Vorsprung. Gut, so kann man es auch machen. In dein Gesicht. Okay, er hat's geschafft. Hurra. Hast du gut gemacht. Ich dachte am Anfang, du verlierst. Na dann, herzlich willkommen an Bord meiner Crew. An Bord meines Schiffes. Als Teil meiner Crew. Teil des Schiffs, Teil der Crew, du kennst die Story. Es ist gut, dich dabei zu haben. Kämpfe an meiner Seite, Monster. Gemeinsam werden wir all unsere Feinde zerstören. Aus! Mein Teils. Ist schon recht. Und sie will ihn gleich an sich reißen. Ich glaube, sie wird langsam ehrgeizig und will uns irgendwann doch ummachen. Um selbst zu... Naja, okay. War ja klar. Irgendwann wird es soweit kommen. Erstmal müssen wir allerdings unseren Barras erledigen. Oh, an den Raum erinnere ich mich. Der war lustig. Und wir fangen mal am Rand an. Die sind nämlich irgendwie alle miteinander verbunden und das ist ein bisschen hässlich. Na, immerhin. Jetzt kam die schon mal nicht dazu. Das ist viel wert. So, den Kran hier können wir nicht runterfallen lassen.
Aua! Ja, schubst mich halt zurück. Autsch, diese Teile sind ja übel. Warum war Fetzel nicht hinter denen? Ich meine, die hätten locker gereicht, dass überhaupt keiner mehr zu ihm hinkommt. Abgesehen von uns natürlich. Aber hier ist jetzt erfreulicherweise vergleichsweise leer. Das ist nicht schlecht. So, den können wir auch nicht fallen lassen. Wäre sowieso niemand drunter. So, was haben wir denn hier eigentlich? Teilseinheit. Ja, die ist mir ziemlich Wurst. Lasst uns mal gleich durchschlüpfen hier. Au. Lächerlich, wie viel Schaden diese Teile zu machen. Das gefällt mir gar nicht. Aber wir haben es fast geschafft. Wir sind schon in der Höhle. Jetzt geht es um Surrender und seinen Meister. Ich bin mal gespannt, wie der aussieht. Ich meine, der war jetzt Jahrzehnte hier im Eis gefangen. Nur von der Macht am Leben gehalten. Könnte schon lustig werden. Sondereinheiten Kampfsoldat. Zwei Stück. Surrender, Level 40, Golden, 15.000 Life und Violet. Zwei Goldene. Oh Mann, wenn die gleichzeitig kommen, dann können wir, glaube ich, zusammenpacken. Wir sollten vielleicht noch kurz warten, bis Machtwürgen wieder verfügbar ist. Dann können wir wenigstens einen der Goldenen ins Machtwürgen packen. Naja, es kommt noch ein bisschen Blabla und dann ist das verfügbar. Daumen drücken, Leute. Könnte ein bisschen knifflig werden. Meine Augen müssen sich erst noch eingewöhnen. Aber dich erkenne ich ohne Probleme, tapferer Surrender. Dein Anblick erwärmt mich. Auf Hoth. Meister Violet. Heiß. Euer Martyrium hat ein Ende. Ich wünschte nur, ich hätte euren Ruf nach mir schon früher gehört. Stell dein Licht nicht unter den Scheffel. Es braucht eine starke Konzentration, um dich herbeizurufen. In all den Jahren unter diesem Geröll ernährte ich mich von der Macht. Und kann nun großartige Erkenntnisse weitergeben. Ja, dann lass mal hören. Das wird lustig. Ich kann es kaum erwarten. Was geht hier vor? Ich spüre eine Präsenz. Varas. So ist es. Das ist Darth Varas Schülerin, die gekommen ist, um zu verhindern, dass ich euch wieder das Kommando übergebe. Spart eure Stärke auf, Meister. Meine Leute und ich werden diesen Eindringling erledigen. Du kannst mich nicht besiegen. Ja, genau. Provozier sie noch ein bisschen. Dann kämpfen wirklich alle gleichzeitig. Aber kein Grund für Blutvergießen. Das wäre gelogen. Das wissen wir alle. Greifen wir ihn einfach an. Kommen den Leuten zuvor. Vielleicht überraschen wir sie. Auf geht's. Ich werde diesen Sieg bis zum Schluss auskosten. An die Waffen, Männer. Beschützt Meister Violet mit eurem Leben. Au. So. Lass mal überlegen, wie gehen wir den am besten an? Uiuiui, bin ich froh, dass Violet einfach nur rumsteht und guckt. Jetzt haben wir die Chance, es nochmal hochzuheilen. So, lassen wir überlegen, was war denn Auftrag von Varas? Wir sollten Surrender erledigen. Von Violet wusste er gar nichts. Den könnten wir also theoretisch auch mitnehmen. Ich glaube, der wurde nicht speziell. Hören wir uns mal, was der jetzt zu sagen hat.
Halt, Sith! Wäre meine Stärke schon vor diesem Moment zurückgekehrt, hätte ich Verander davor bewahrt, euch anzugreifen. Jetzt ist er am Boden und euer Kampf hat diese Kammer instabil gemacht. Sie wird jeden Moment zusammenbrechen. Ihr habt eure Überlegenheit bewiesen. Lasst mich um Verandas Leben verhandeln. Verhandeln? Wir sollen ihn töten. Mein Meister hat sich klar ausgedrückt. Ihr und Verander dürft nicht überleben. Der Tod ist nicht die einzige Lösung. Varas will, dass wir verschwinden. Und ich habe nicht vor, den Kampf für die Republik wieder aufzunehmen. Verander ist jung und hitzig. Doch hat er erst begonnen, die Geheimnisse der Macht zu begreifen. Ehrlich gesagt war ich genau wie er, bis ich auf Hoth begraben wurde. Da nehme ich nicht den Rücken zu, das ist unhöflich. Ich habe mich mit der Macht vereinigt und alles andere um mich vergessen. Okay, schön für dich. Und sobald Verander dann zu sich kommt, benutzt eure Lichtschwerter, um hier rauszukommen und wir haben euch wieder Marken. Und wer ist denn der Depp? Ich. Nö. Das bedeutet mir nichts. Dann bedeute auch ich euch nichts. Die Macht ist mit mir, mehr als je zuvor. Ich glaube, ich könnte euch ziemlich leicht besiegen. Doch die Geschehnisse in dieser Galaxis und in diesen Zeiten interessieren mich nicht mehr. Ich möchte nur meine Meditation fortsetzen. Okay, und warum hast du dann Verander geholt? Nee. Wenn das stimmt, warum habt ihr dann Verander gerufen? Ich wollte meine Offenbarungen mit ihm teilen und ihm dieselbe Erkenntnis vermitteln. Diese Ausgrabungsstelle wird jeden Moment zusammenbrechen. Bei einem Kampf würden wir beide sterben. Lasst Verander und mich hier für immer begraben sein. So erreicht ihr euer Ziel und unsere Leben werden erfüllter sein im Einklang mit der Macht. Nee, kann ich nicht machen. Ihr werdet befreit, weil Verander der Republik gesagt hat, wo er hingeht, was er vorhat. Wenn er sich nicht meldet, schicken die Suchtrupps. Nee, kann ich echt nicht machen. Vergiss es. Ich kann nicht zulassen, dass ihr noch stärker werdet. Dann lasst ihr mir keine Wahl und ich muss gegen euch kämpfen. Denkt daran, meine Reise wird weitergehen. Entweder ich besiege euch schnell und verlasse diesen Planeten, um mich mit der Macht zu vereinen, oder wir duellieren uns bis zum unausweichlichen Einsturz dieser Kammer. Oder C, ich mach dich relativ schnell nieder und dann mach ich mich davon. So ungefähr. Ja, Violet ist wahrscheinlich indianisch und heißt wirft mit Eis wie kleines Mädchen. Dieser Kampf ist sinnlos, Sith. Die Kammer wird bald schon einstürzen. Kämpft weiter und ihr werdet sterben. Während ich einfach wieder in meine Trance falle und mich erneut mit der Macht vereine. Jetzt könnt ihr noch verschwinden und eure Mission wäre erfüllt. Ich werde hier für immer begraben sein, im Einklang mit der Macht. Ja, ist schon recht. Wir begraben dich. Und zwar die Beine hier, den Kopf da hinten und den Rest irgendwo anders. Schluss mit dem sinnlosen Geschwätz, alter Mann. Ich habe euch gewarnt. Jetzt ist euer Schicksal besiegelt. Oder so. Alles klar. Verander erledigt, Violet erledigt. Höhle hält noch. Da kann der Jedi mir viel erzählen. Wir benutzen das nächste Mal die Schnellreise und kehren zum Außenposten zurück.
Da haben wir noch zwei Quests abzugeben, die ich ausgeblendet hatte. Danach geht es dann zum Volo-Terminal des Schiffs. Na, dann haben wir ein bisschen was gerissen. Da sind wir schon. Hervorragend. Ja, und zwar, die Tüftlerin hatte ja ein bisschen was für uns. Und Captain Kanan, kennen wir dich? Aufregend! Ich habe diese Vorräte vom Raumschifffriedhof geborgen. Man sagte mir, ihr würdet sie brauchen. Endlich! Ich habe schon seit Wochen keine funktionierende Ausrüstung. Wenn wir jetzt noch eine gescheite Mahlzeit haben könnten. Sieht aus wie ein Koch, oder was? Ich würde euch ja die Hand schütteln, aber mich hat's erwischt. Die Kälte mag Schleim einfrieren, aber Keime tötet sie ganz sicher nicht. Hoff ist dank euch etwas wärmer geworden. Nicht warm genug. Also die üble Kampfmusik kann jetzt bald mal aufhören. Wir haben es doch geschafft und sind weg. Da ist das Spiel ein bisschen langsam, glaube ich. Hat wahrscheinlich auch nicht damit gerechnet, dass man Syrenda so schnell niedermacht. Und Violet. Naja, wie auch immer. Jetzt erstmal Tüftler 308. Ich war beim Piratenversteck und habe diesen Neuralchipsatz eines Kampfdroiden gefunden. Ich glaube, Lora Mar hat ihn entworfen. Nun, die Signatur passt zu seiner Arbeit. Wartet. Es ist brillant. Er hat die traditionellen Grenzen eines Chipsatzgehirns aufgelöst. Moment, ich muss mit dem Admiral sprechen. Oh, nicht noch eine Aufgabe. Ich will Feierabend machen, Admiral? Leute. Wir haben den Neuralchipsatz eines Kampfdroiden des Weißen Schlunz geborgen. Auf diesen Fortschritt haben wir gewartet. Des Weißen Schlunz? Was tut er mit solcher Technologie? Sie hatten sie am letzten bekannten Aufenthaltsort des Erfinders Loramar versteckt. Loramar, das ergibt Sinn. Seine Robotertechnik war immer fantastisch. Das ist ein quadrophotonischer Neuralchipsatz, Admiral. Ein damit ausgestatteter Kampfdroide könnte dadurch in seinen Zehen besser denken als die meisten Menschen. Das könnte den Verlauf Großes des Krieges Kunststück, verändern. Meine Zehen denken nicht. Oh Mann. Lasst euch nicht von mir aufhalten. Bringt den Chipsatz zu den Technikern. Wird sofort erledigt. Ich werde den Bergungsdienst im Loramar-Gebiet beordern. Wer weiß, vielleicht gibt es dort noch mehr zu finden. Nun zu euch. Was haltet ihr von einem wohlverdienten Urlaub? Irgendwo in der Welt? Oh ja. Oder wenigstens eine finnische Sauna hier auf Hoff. Das wäre aber was. Okay. 39, das ist schon mal gar nicht so schlecht. Präzision ist auch nicht schlecht. Crit haben in letzter Zeit viel verloren. Das wäre also auch nicht verkehrt. Verteidigungswert brauchen wir nicht. Wir nehmen mal das Teil mit. Die Frage ist, ob wir es gebrauchen können. Ja, können wir. Fantastisch. Okay. Dann geht's weiter zum Raumschiff-Terminal. Da würde ich aber sagen, da machen wir noch mal ein kleines Päuschen. Ich warte, bis die Schnellreise verfügbar wird. Teleportiere mich dann zurück und wir sehen uns dann an Bord des Raumschiffs. Bis gleich. So, und da sind wir auch schon an Bord des Schiffs. Die Kampfmusik hat inzwischen aufgehört, hat mich allerdings bis zur Station begleitet. Hab mich dann dazu entschieden, die Schnellreise doch nicht zu nutzen. Hab den Gleiter genommen. Naja, wie auch immer, wir sind an Bord des Raumschiffs. Ich habe das Schiff während Ihrer Abwesenheit gründlichst gereinigt. Sie können den Unterschied riechen. Du gehst mir auf den Keks. Dich habe ich nicht vermisst. Sag mal, wir sind hier auf einem wunderschönen Märchenplaneten, voll weißem Pulver. Möchtest du nicht mal da runtergehen und dir das angucken? Nee? Schade, ich dachte, wir können ihn hier aussetzen. Na gut, wir machen uns mal auf den Weg. Barras sollte glücklich mit uns sein. Meine Schülerin, du erblickst einen sehr zufriedenen Mann. Admiral Monk ist ausgeschaltet. Der Kriegsbund ist Geschichte. Jetzt, wo der Jedi Surrender und Master Violet ausgeschaltet wurden, haben wir der Republik ihre wichtigsten Anführer genommen. Plan 0 ist umgesetzt. Applaus, Applaus, Applaus. Gut. Und jetzt? Und was tun wir jetzt, Meister? Es gibt noch mehr zu besprechen. Vieles davon ist ein wenig heikel, sodass ich es nicht über Holo kommunizieren möchte.
Komm in meine Gemächer hier auf Drum und Kars zurück. Sofort. Das gefällt mir nicht. Wir sind noch nicht so ganz bereit für einen Kampf gegen Barras. Und ja, unterm Strich könnte das natürlich eine Falle sein. So, wir haben Brunmark an Bord. Das ist der Talz, dem wir da unten geholfen haben. Und Jessa möchte auch mit uns sprechen. Aber ich würde sagen, das machen wir dann in der nächsten Episode. Und dann machen wir uns auch auf den Weg nach Drum und Kars. Jetzt würde ich sagen, habe ich ein kleines Päuschen verdient. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut und haltet die Ohren steif. Ciao, Freunde.